Das sind die LTV-Themen am Mittwoch. Frischzellenkur für Grundschule, Plakatflut auf Cottbusser Straßen und wie man richtig reklamiert. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Die Terrassensaison ist eröffnet. Über 1000 Restaurants der Region mit den besten Empfehlungen der Gäste finden Sie auf www.finerio.de, dem Gastroportal der Lausitz. Jetzt auch als kostenlose App für alle Smartphones. Finerio.de. Finden, wo es schmeckt. Herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Die Sternschnuppennacht ist vorbei. Leider spielte das Wetter nicht überall mit. Dichte Wolken zogen über große Teile der Region. Auch der Lichtsmog über Cottbus trübte den Blick auf die Sterne. Auf dem Spremberger Turm hatte man hingegen schon mehr Glück, wie dieses Foto von Gilbert Gulm zeigt. Er hat sogar gleich 2 Sternschnuppen aufs Foto bekommen. Insgesamt 70 Cottbusser haben die Chance ergriffen und in der Nacht den Dicken bestiegen. Vielleicht sind auch einige Wünsche wahr geworden. Bei der Fröbel-Grundschule ist man spätestens seit gestern wunschlos glücklich. Dort beginnen derzeit nämlich die längst überfälligen Baumaßnahmen. Seit 1969 ist die Fröbel-Grundschule in der Welzower Straße nun schon in Betrieb. Seither ist das Schulgebäude aber in die Jahre gekommen und braucht dringend eine Verschönerungskur. Und diese erhält sie nun. Mit einer energetischen Komplettsanierung werden Schüler bald schon viel mehr Spaß beim Lernen haben. Das Schulgebäude und die Sporthalle werden komplett neu gestaltet. Hinzu kommen neue Freianlagen auf dem Schulgelände. Bei der energetischen Sanierung geht es darum, ich sage jetzt mal bauliche Defizite, also eine schlechte Wärmedämmung zum Beispiel, Undichtigkeiten am Gebäude zu reparieren und für die Zukunft das Gebäude zu rüsten. Das heißt, die Gebäude bekommen eine neue Wärmedämmung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, neue Fenster, neue Außenbauteile, neue Dachflächen, alle mit Dämmung versehen, sodass in Zukunft Heizenergie reduziert werden oder der Heizbedarf sozusagen reduziert werden kann. Im Innenraum werden, abgesehen jetzt von den neuen Räumen, die entstehen, weil die Grundrisse ja auch geändert werden, gibt es neue Fußbodenbelege, Wandoberflächen. Die Decken beispielsweise werden mit akustisch wirksamen Platten abgehängt, sodass die Räume auch eine bessere Akustik haben. Und dann natürlich Türen, Sanitärbereiche, die Möbel werden neu gestaltet, die Beleuchtung wird neu gestaltet, noch die ganze Medienerschließung, also das Datennetz wird zukunftsorientiert ausgerüstet. Finanziert wird das Bauvorhaben aus Finanzausgleichsgesetzmitteln des Landes Brandenburg. Die Gesamtbaukosten betragen 6,9 Millionen Euro. Mit Beginn der Sommerferien ist die Fröbel-Grundschule aus dem Gebäude Welzower Straße in das Ausweichobjekt Gartenstraße umgezogen. Dort erfolgt während der gesamten Sanierungszeit der reguläre Schulbetrieb. Neben dem Schulgebäude wird schon fleißig an der Sporthalle gewerkelt. Hier werden Dach, Fassade und technische Anlagen vollständig erneuert. Der Innenbereich wird hell und freundlich gestaltet und zukünftig barrierefrei begehbar sein. Nach ihrer Fertigstellung steht die Halle sowohl für den Schulsport als auch für sportliche Betätigung außerhalb der Schule zur Verfügung. Auch das Schulgebäude soll eine Komplettsanierung bekommen. Wegen neuer Raumnutzung werden hier zum Teil Grundrisse umgestaltet. So entstehen neue Speise- und Aufenthaltsräume für die Schüler, welche in einem neuen Farbspektrum modern und gleichzeitig wohlfühlend wirken sollen. Weiterhin entsteht ein neuer Eingangsbereich. Die Gänge werden erneuert und passend zum Farbkonzept gestaltet. Modern und freundlich sollen auch die Toiletten wirken. Diese erstrahlen dann in warmen Tönen. Die Komplettsanierung von Sporthalle, Schulgebäude und Freianlagen sollen bis Ende November 2015 erfolgen. Zudem soll aus der Welzower Straße eine Einbahnstraße werden, was schon ab dem 18.08. diesen Jahres in Kraft treten soll. Um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu verbessern, werden außerdem noch 3 weitere Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Fröbel-Grundschule errichtet. Im Stadthaus haben heute die Fraktionen Die Linke und SPD-Grüne eine neue Kooperation unterschrieben. Sie wollen auch in der neuen Wahlperiode ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Die Stadt habe sich in der vergangenen Wahlperiode gut entwickelt. Dies liege vor allem an der konstruktiven Kooperation. Während die Cottbusser Parteien bereits an ihren Inhalten für die nächsten Jahre arbeiten, müssen die Politiker auf Landesebene erst einmal gewählt werden. Am 14. September stehen die Landtagswahlen an. An nahezu jeder Straßenlaterne lachen einem deshalb bereits jetzt Politiker an.
Es ist schon wieder soweit. Die Landtags- und Oberbürgermeisterwahlen rücken näher. Am 14. September 2014 findet die Wahl zum 6. Landtag statt. Jeder hat insgesamt 2 Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie den Abgeordneten Ihres Wahlkreises. Mit der Zweitstimme wählen Sie die Liste einer Partei. Auf dem grünen Stimmzettel können die Bürger auch den neuen Oberbürgermeister bestimmen. Die Spitzenkandidaten sind Holger Kelch, Lars Krause und Amtsinhaber Frank Schimanski. Doch wissen die Cottbusser denn über diese Wahlen Bescheid? Nee, ich hab's jetzt auch eilig, ich hab keine Zeit. Die Europawahlen waren? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lieber jemand anders fragen. Die Bundestagswahlen. Ja. Ja, wie nennt sich das schnell? Diese Landtagswahlen, heißt das so? Ja. Ja, Landtagswahlen sind im Gange. Gehen Sie wählen? Natürlich. Ich habe das Recht und auch die Pflicht, wählen zu gehen, denke ich mal. Und ist es Ihnen wichtig? Es ist mir wichtig, ja. Ich entscheide ja auch gerne mit. Ob das vielleicht was nützt, was ich wähle, das ist eine andere Frage. Aber ich muss es zumindest versuchen. Oberbürgermeisterwahl kommt jetzt demnächst. Und gehen Sie wählen? Ja. Ah, Landtagswahl. Und gehen Sie wählen? Ich gehe wählen, ja. Ist es Ihnen wichtig? Doch. Und warum? Naja, weil ich doch was beeinflussen will damit. Wenn ich nicht gehe, was dann? Ja. Da geht eher weniger, ja. Wissen Sie, welche Wahlen gerade im Gang sind? Ja, Wahlen für den Oberbürgermeister, den neuen. Und gehen Sie wählen? Ja. Und ist es Ihnen wichtig? Ja. Und warum? Na, weil man ja seine Meinung vertreten kann dabei. Ja, okay. Und das sollte man ja auch nutzen. Naja, wenigstens wissen es doch ein paar Cottbusser. Bleibt abzuwarten, wie die Landtags- und Oberbürgermeisterwahlen ausgehen. Ein neues Gesicht bei Energie Cottbus. Der Verein hat heute einen neuen Spieler präsentiert. Rock Elsner kommt ablösefrei vom norwegischen Erstligisten FK Haugesund. Der 28-Jährige hat sowohl einen slowenischen als auch einen französischen Pass und erhält einen 2-Jahres-Vertrag. Trainer Stefan Krämer beobachtete den defensiven Mittelfeldspieler schon seit seiner Zeit in Bielefeld. Er sei laut Krämer ein richtig guter Fußballer, der dem FCE gut zu Gesicht stünde. Rock Elsner bekommt das Trikot mit der Rückennummer 10. Wissen Sie eigentlich, was der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung ist? Obwohl die Begriffe im Geschäftsalltag eine große Rolle spielen, werden sie oft nicht richtig angewendet. Die Verbraucherzentrale bringt aber Licht ins Dunkle. Nein, wir Kunden wollen uns keine mangelhaften oder beschädigten Waren andrehen lassen. Weder bei teuren Sachen noch bei Kleinigkeiten. Schließlich geht es um unser gutes Recht. Wichtig ist es dann, den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie zu kennen. Da muss ich passen, ja. Gewährleistung und Garantie. Garantie muss so und so viele Jahre halten. Das steht in einem Vertrag drin, nicht? Und Gewährleistung ist, würde ich mal denken, dass es auch lange hält, hier, wenn irgendwie sich was auftrennt oder so. Na, eine Garantie, wenn ich was kaufe, habe ich eine Garantie drauf. Eine Gewährleistung ist ja eigentlich, wenn das derjenige von sich selber macht, oder? Nee? Wenn der Kunde nicht mehr König ist, kommt Wolfgang Baumgarten von der Verbraucherzentrale ins Spiel. Er berät Menschen, die sich von Verkäufern im Stich gelassen fühlen. Die Gewährleistung ist gesetzlich normiert im bürgerlichen Gesetzbuch. Die beträgt immer 2 Jahre. Die Garantie dagegen ist etwas, was der Unternehmer selber verspricht. Das heißt, er garantiert, dass ein Produkt tatsächlich fehlerfrei ist. Und zwar während dieser Frist, die er dort selber angeben kann. Also, die Garantie ist freiwillig und die Gewährleistung ist im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben. Trotzdem, mehr als die Hälfte der Händler erfüllen ihre Gewährleistungspflicht nicht. Sollten trotzdem Mängel festgestellt werden, sieht das Gesetz mehrere Möglichkeiten vor. Der Kunde kann sich durch den Verkäufer die Ware reparieren lassen oder aber er tauscht sie um. Der Kaufpreis der Ware kann anteilig oder vollständig zurückerstattet werden. Möglich ist es auch, sich entgangenen Gewinn oder Folgekosten ausgleichen zu lassen. Oder man lässt sich Aufwendungen wie zum Beispiel Wartungen ersetzen. Der Käufer kann natürlich seine Rechte wahrnehmen, er sollte das immer schriftlich machen, das heißt, er sollte auch eine Frist setzen. Innerhalb dieser Frist sollte der Verkäufer aufgefordert werden, eine mangelfreie Sache herzustellen bzw. zu liefern. Nebenkosten wie zum Beispiel für den Versand oder Reparaturen, die während der Mangelbeseitigung entstehen, muss ebenfalls der Verkäufer bezahlen.
Als Kunde sollte man aber trotzdem auf die wichtigsten Fristen achten. Wenn der Verkäufer sagen will, nein, nicht wir sind verantwortlich, sondern der Kunde ist verantwortlich, dann trifft ihn die volle Beweislast. Das heißt, es reicht nicht aus, das zu behaupten, sondern er muss es beweisen. Wenn er das nicht kann, dann ist das umso besser für den Käufer innerhalb der ersten 6 Monate. In den folgenden 18 Monaten ist es genau umgekehrt. Da trifft nämlich die Beweislast, dass den Hersteller oder Verkäufer einer Ware die Verantwortung trifft, genau den Käufer. Das heißt, er muss es nachweisen. Und das wird in aller Regel sehr, sehr schwierig sein. Der Käufer kann dann nur noch mit Hilfe eines Gutachtens versuchen, diesen Beweis zu führen. Das ist aber nicht einfach und erst recht nicht billig. Der Weg zur Verbraucherzentrale ist deshalb einfach und sicher. Die Mitarbeiter dort sind nicht auf eine Vertragsprovision angewiesen und können deshalb unabhängig beraten. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Ausgabe von LTV Aktuell. Morgen stellen wir Ihnen eine neue Kooperation zwischen Sportvereinen und Kitas vor. Außerdem blicken wir schon einmal auf die Cottbusser Nächte. Schalten Sie also auch morgen wieder ein. Tschüss! Sag mal, hast du dein Ingo auf Diät gesetzt? Nee, viel besser. Ich habe heimlich unseren Internetanschluss in das Cottbuser Netz umziehen lassen. Der geht jetzt so schnell, dass Ingo zwischendrin nicht mehr zum Naschen kommt. Du bist so gemein. Aber das will ich auch. Wo gibt's denn dieses Cottbuser Netz? Bei Mito und Wehr, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2. Oder unter internet-cottbus.de. Mein Papa kauft seine Uhr bei Fiedermann, meine Mama kauft bei Fiedermann ihre Uhren und sogar den Schmuck. Und mein großer Bruder kauft seine Uhren bei Fiedermanns. Ich wünschte, ich würde einen Wecker von den Fiedermann in meiner Zuckertüte haben. Ach, die haben ja auch so schöne Ohrringe. Wunderschöne Kinderwecker, originelle Kinderarmbanduhren und hübscher Mädchenschmuck. Alles für die Zuckertüte. Bei Ihrem Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Vom 22. bis 24. August 2014 finden zum dritten Mal die Cottbusser Nächte, ein Radsport-Event der Extraklasse, statt. In diesem Jahr auch mit Live-Konzerten von Na und des Soul Rivers. Für viele unvergessliche Erlebnisse und Spaß wird am Familiensonntag gesorgt. Nähere Informationen zu der Veranstaltung, welche von der VR-Bank Lausitz EG, meine Volksbank Raiffeisenbank, präsentiert wird, erhalten Sie auf der Website www.cottbusser-nächte.de und der Facebook-Seite. Kinder bis 16 Jahre haben an allen Veranstaltungstagen freien Eintritt. Das Team der Cottbusser Nächte freut sich auf Ihren Besuch. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert. Der Mittwoch startete vielversprechend, allerdings gab es schnell Ernüchterung. Bereits zum Mittag zogen dichte Wolken auf, die im Laufe des Tages auch immer wieder Regen mit sich brachten. Mit Sommer hat das aktuell nichts zu tun. Auch am Abend und in der Nacht kann es immer wieder schauern. Ein Regenschirm ist also angebracht. Die Werte liegen bei 15 bis 17 Grad. Am Donnerstag ändert sich am Wetter nicht viel. Wir müssen uns also auf Regen einstellen. Erst zum Abend hin soll es trocken bleiben. Die Temperaturen nähern sich immer mehr der 20-Grad-Marke. Zwischen 21 und 23 Grad werden erwartet. Übrigens, LTV empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbusser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, Telekolumbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern.